Ein chaotisches Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Sinnoh 2 Octet Expansion. Ja, im letzten Part haben wir, glaube ich, eine Linie abgeschlossen. Ich glaube, eine Linie haben wir abgeschlossen im letzten Part. Und jetzt machen wir mit mal weiter und ich möchte auf jeden Fall in dem Part auch nochmal eine Linie abschließen. Wir nehmen natürlich immer die schwerste Waffe. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Mission nochmal war. Ohne Gegenstand hinzubringen, okay. Mal schauen. Es ist weird. So. Du musst zum See schlafen, ohne auch einmal Schaden zu erleiden. Also, dass ich einfach nicht treffen, würde ich mal so sagen. Oh nein, das ist die Mission. Und trifft den Gegner schon hinter. Ist die Mission verkackt. Ja, mit Roller, aber ich glaube, mit Roller war es sogar easy Mission. Oh Gott, ich war sogar in der Tinte. Ich glaube tatsächlich, mit Roller war die Mission sogar easy. Oh Gott. Okay. Ich muss wirklich aufpassen. Sehr gut. Okay. Ja, wir dürfen nicht in die gegnerische Tinte gelangen. Aber so ein Mini-Pixel schadet mir dazu nicht. Also, das ist ziemlich passend. Okay, wir müssen einen Schlüssel finden. Das ist ziemlich weird aufzunehmen, ohne ein Thema zu haben, aber das ist halt Octet Expansion. Octet Expansion habe ich kein Thema. Und möchte ich auch nicht. Müssen wir ganz schnell durch, Ah! Okay. Wir haben bis jetzt auch keinen Checkpoint gehabt, das ist auch ein bisschen kacke. Sehr gut, okay. Ja, wir brauchen auf jeden Fall irgendwo einen Checkpoint. Also ich weiß nicht genau. Ich glaube, hier ist der Schlüssel, oder? Nein, ist er nicht. Dann da oben. Ja, mit Roller ist es eigentlich ziemlich cool. Und man kann ja einfach da drüber rollen und da hat man keine Angst, dass man das, die Tinte tritt. Deswegen, ja, ist eigentlich ziemlich entspannt. So. Machen wir mal weiter. Wie komme ich jetzt da durch? Ja, wie soll ich da durchkommen? Ich glaube, da war ein Checkpoint, oder? Ja, okay, da war ein Checkpoint, Gott sei Dank. Wie soll ich denn da durchkommen? Warte, ich mache mal eine Curling-Bombe hin. Okay, nice. Sehr gut. Keine Ahnung, warum wir immer diese Dinger bekommen, weil ich kann ja eh in Tinte eintauchen und so weiter. War da hinten was? Nee. Ja, warum kriegen wir immer sowas? Brauche ich nicht. Okay. Gehen wir weiter. Stirb. Ah, okay. Sehr gut. Und jetzt der nächste Checkpoint. Nice. Okay. Läuft bis jetzt ziemlich gut. Und großartig, der Schuss ist... Jetzt habe ich nur auf den Text geachtet. Och Mann. Als ob, ey. Als ob. Einfach von Entfernung. Ja, und die fallen aber in diese runter. Bam. Okay, let's go. Nice. Oh nein. Okay. Okay. Alles gut. So, einfärben hier. Okay, das ist aber echt das längere Mission auf jeden Fall. Mal wieder. Ich glaube, in den letzten Part hatten wir tatsächlich sehr, sehr kurze Missionen. Und ich weiß, dass der letzte Part schon wieder etwas her ist, aber ich versuche jede Woche ja ein Video zu bringen. Und ich glaube, ich werde einfach Abwechslung machen mit Oxygen und Ocarina of Time. Deswegen, ja. Kommt alle zwei Wochen das Projekt einfach nur. Ist ein bisschen sad, einmal, aber ja. Ich möchte beide Projekte nicht aussterben lassen und deswegen, ja, kommen halt beide Projekte etwas seltener dann. Okay. Das ist aber echt eine herausfordernde Mission, ne? Warum kriegen wir mal diese Dinge? Ich brauch die nicht, hä? Ach, Mann. Wie soll ich jetzt den killen? Ja, nee, das bringt nichts.
Warte, ich färbe mal ein bisschen ein. So. Okay, jetzt können wir, glaube ich, durch, oder? Ja, er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Alles gut, okay. Also hier sind wir sicher. Alter, der hat. Junge, der hat diese Kiste abgeknallt. Ja, das brauchen wir sowieso nicht. So. Also müssen wirklich erstmal unseren Weg einfärben, danach können wir durch. Anders geht der ganze Lachs nicht. Und da ist ein Checkpoint. Easy. Nice. Da können wir schon mal hier hoch und dann können wir, glaube ich, killen, oder? Also ich hoffe mal. Ja, wir können ihn killen. Sehr gut. Okay. Jetzt sind die anderen auf uns aufmerksam geworden. Und wir müssen hier weiter. Oh, lol, er ist runter. Lol, ich habe mir nur eine Kölnung runtergeboxt, der Mann. Okay, nice. Ich habe keine Ahnung, was ein Camping Simulator besser ist, aber ich glaube tatsächlich nicht, weil. Ich mag tatsächlich in Platoon 2 keinen Camping Simulator. Deswegen. Und der ist asozial. Oh, warte. Idee. Oh, yes, okay, nice. Oh, okay. Das war knapp. Letzter Checkpoint. Den können wir von unten killen. Ja, das ist entspannt. Und hier haben wir den Schlüssel schon. Was gibt's da noch? Da gibt's noch ein paar Boni. Und da sind noch ein paar Gegner. Okay. Und da sind jetzt die Gegner respawned. Oh Gott, dass diese kleinen Flecken nicht zählen, gell? Gut, dass sie nicht zählen. Jetzt können wir die alle auf jeden Fall zerstören. Auf einmal. So. Jawohl. Okay, nice. Oh, der ist assi. Der ist richtig assi platziert da. Aber wenigstens haben wir den Checkpoint hier direkt gehabt. Das ist gut, den habe ich ja tatsächlich nicht mehr in Erinnerung gehabt. Aber Bro, ey, der Typ. Okay, ich muss auf jeden Fall eine Curly-Mom hinschicken. Ist auf jeden Fall sicher. Nice. Alter, easy gekillt. Okay. Jetzt ganz, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, okay. Der sieht mich noch nicht. Oh mein Gott, das war so knapp. Oh, Alter, wie wenig Leben hat er denn bitte noch? Gut, let's go. Und ich glaube, das ist das Ziel, ne? Kommen wir zum Ziel? Jawollo. Let's go. Alter, ein etwas längeres Level tatsächlich. Aber geschafft, auch mit der schwersten Waffe, die es hier gibt. Ich weiß nicht, ob wirklich ganz rechts immer am meisten Punkte gibt, aber ich glaube es mal. Hoffentlich, keine Ahnung. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das ist gut. Perfekt. So. Ja, ich glaube, welche Linie machen wir denn erstmal? Ich bin jetzt einfach in irgendeine Linie reingegangen. Ich glaube, wir beginnen tatsächlich erstmal mit der lilanen Linie hier, beziehungsweise mit der pinken Linie. Lässt sich auf dem Weg zum Ziel nicht treffen. Disco Doom, okay. Disco Doom von Mario Kart 8 angelehnt. Nein. Ich weiß nicht, ob Mario Kart 8... Ja, doch, Mario Kart 8 Kampfspiel, natürlich. Mario Kart 8 Deluxe. Ich hab's gerade mit Mario Kart 8 Deluxe verglichen, aber natürlich kam Mario Kart 8 früher. Also ja, das war auf jeden Fall... Vielleicht könnte dann Mario Kart 8 angelegt werden, Disco Doom. Weil es gibt ja eine Strecke, die Disco Doom heißt. Boah, das ist wieder die Musik, die ist geil. Lass sie im Weg zum... Oh nein, das ist sowas. Okay, hier drehen sie sich zu viel. Okay. Kann ich jetzt durchgehen? Ja... Okay, Hallöchen. Gehen wir wieder zurück? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einmal weiter, ich akzeptiere es einfach mal. Was soll das denn jetzt? Muss ich da eine Instabombe werfen? Ja, muss ich. Oh mein Gott, das ist so Brainfuck. Boah, beim einen muss ich das machen, beim anderen nicht. Ey, was ist denn das? Nice.
gehe einfach hier weiter. Aber durch die Mitte. Ja, okay, ich muss einfach ausweichen hier. Ich hätte auch einfach ausweichen können, ich musste das gar nicht machen. Nur bei der ersten musste ich das machen, weil das war ja nur eine Line. Oh, das Level ist aber cool. Das war's schon mit dem Level, Alter. Okay, dann machen wir es erstmal so. Alter, crazy. Wie kommen wir jetzt da hoch? Ich bin tot, glaube ich, jetzt. Ja. Ja. Wie komme ich da hoch? Ah, ich muss mich drehen, glaube ich, da. Genau so. Muss ich so machen. Hä? Wie soll ich denn das machen? Ja, ich habe es doch mal schon gedacht, dass ich hier das machen muss. Einlösen muss für den Checkpoint. Wie soll ich das machen? Ah, okay, jetzt hab ich... Nee. Hä? Hä, wie soll ich das machen? Hä? Das geht doch nicht. Oder muss ich das die ganze Zeit drehen lassen vielleicht? Ich hab keine Ahnung, wie ich da rüberkommen kann. Hier gibt es noch eine, aber die treffe ich doch nicht. Ja doch, die treffe ich. Okay. Ich hab's gecheckt. Ich hab die hier gar nicht gesehen. Lol. Okay. War knapp. Aber wir haben's. Okay, ich hab tatsächlich die eine da nicht gesehen in der Mitte. Sonst hätte ich es auch gecheckt. Ja, war der Death am Ende, also der Game Over war echt unnötig, finde ich, aber naja. Aber war ein cooles Level wirklich. Also war ein cooles Level. Ist tatsächlich ein bisschen Brainfuck, sagen wir mal so. Ja, aber ist geil. Und jetzt haben wir auf jeden Fall eine neue Linie freigeschaltet. Jawohl, du. Sie haben die beiden Achten entdeckt. Sie sind nur ein Streckennetz angezeigt. Keines der vier Dings muss uns hier zu sein. Versuchen Sie eine andere Linie. Für die Entdeckung der neuen Linie gibt es eine Belohnung. Kommen Sie zurück. Kommen Sie zu mir. Okay. Wir kriegen eine Belohnung? Ja, okay, stimmt. Für den kriegen wir eine Belohnung, stimmt. Für den einen kriegen wir für abschließen und für den kriegen wir eine neue Linie, okay. Interesting. Belohnung, das eigentlich ist, Cornish und Punkte. 2000, nice. Okay, wo machen wir jetzt weiter? Ich würde sagen, bei der Straße hier machen wir weiter. Fahr auf der Plattform und lasse alle Ballons zerplatzen. Ist es das, was ich denke, was es ist? Du wirst es mit der Sniper machen. Ah, alter Platscher wäre viel geiler. Das ist schon wieder sowas. Ey, das ist der Tipp sogar. Wait. Warum ist es der Tipp? Hä? Okay, meinetwegen. Jetzt glaube ich eher einen Turblaster machen sollen. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Bro, warum ist der Tipp, ey? Weil mit dem Platzschau und Torblaster wäre es auch viel leichter so. Also das verstehe ich jetzt nicht. Ja, okay, man kann die Blancs früher zerplatzen lassen, das stimmt. Sehr gut, okay. Wir brauchen auf jeden Fall viel Tinte dafür. So, schön einfärben auf jeden Fall. Denn... Ich muss gar nicht mal... Ja, okay, ich muss dafür nicht mal... Alter, ich brauche hier viel Tinte. Nice. Da habe ich irgendwas übersehen. Da oben. Ich hab keins übersehen. Oh, die ist assi. Habe ich irgendwas? Ich weiß nicht, ob ich was übersehen habe. Nein, war mir nicht. Okay, Gott sei Dank. Huh! Okay. Alter, aber mal vorfließen, aber echt viel Zeit. Also ich check's nicht, warum es der Tipp ist. Ich check's nicht. Klar, man hatte die Reichweite. Aber mit dem Platscher wäre es eigentlich viel leichter gewesen. Aber wir haben's. Also das akzeptiere ich mal.
Da sagt er, bitte, ich mal. Alter, und der Part ist aber schon fast vorbei. WTF, wie schnell geht das bitte? Die erste Mission war ultra lang. Die erste Mission, glaube ich, für 7 Minuten lang oder so. Wir sind tatsächlich fast am Ende der Linie angelangt. Ich glaube, wir machen noch die nächsten Linien zu Ende. Lass dir Zeit auf dem Weg zum Ziel. Oh nein, ist wieder eine lange Mission, oder? Immer wenn es hier, finde den Weg zum Ziel oder sowas, irgendwas mit Ziel zu bedeuten hat, ist es immer eine lange Mission. Ja, okay. Oh, dann nenne ich die Mission. Oh nein. Nur eine Instabombe. Keine Waffe. Wir hätten noch eine Sibiator gehabt, aber jetzt haben wir nur eine Instabombe. Okay. Ah, okay. Ja, okay. Ich glaube, die Sibiator brauchen wir tatsächlich nicht so krass. Wir müssen timen. Wir müssen auf jeden Fall timen. Gut. Okay. Nee, ich glaube, beim ersten Mal kommen wir nicht hoch. Wir müssen auf jeden Fall. Ja, okay, wir müssen erstmal alles einfärben. Danach sind wir da hoch. Ja, das war ein bisschen kacke Times. Ich glaube, da hoch komme ich nicht. Okay, ich warte noch eine Runde. Jetzt können wir aber hoch. Jawollo. Okay, drauf da. Und Checkpoint. So, jetzt können wir das hier auch anhalten. Dann können wir easy hier rüber spazieren. Gar kein Problem. So. Was ist hier? Okay, hier ist nichts bis jetzt. Also ein Gegner da hinten. Sehr gut. Im Sepertor wäre es natürlich ein bisschen leichter, aber wir haben es im härteren Weg erschienen. Oh, wir treffen den von hinten. Scheiße. Ich will ihn noch killen, ich will ihn noch killen. Nein, er ist tot. Perfekt. Super. Ich will das auf jeden Fall auch hier hinschieben. Da sind wir auf jeden Fall hier safe. Schon mal. Das ist auf jeden Fall geil. So. Ich mach das hier. Ich treffe das Ding nicht. Warte. Ah, okay, ich drehe das nochmal. Oh, scheiße. Okay, muss man das hier aufladen. Und bam! Let's go. So. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Ich glaube, wir müssen nochmal den Schalter aktivieren. Oder gibt es hier auch nochmal einen Schalter? Nein, ich muss den anderen Schalter nochmal aktivieren. Let's go. Yes. Ja, jetzt können wir hoch. Perfekt. Und hier ist nochmal ein nächster Checkpoint. Super. Und das ist schon der letzte Checkpoint. Okay. Dann schaffen wir tatsächlich noch eine neue Linie vielleicht. Okay, warte. Okay, wir müssen da drauf stehen diesmal. Ja, das ist natürlich etwas problematisch. Wenn die ganzen Gegner leuchten mir getroffen. Als ob. Warte. Ja, es ist blöd, aber ich schalte erstmal die Gegner aus. So lange dann. Nice, okay, da haben wir schon zwei Gegner ausgeschaltet. Den einen treffe ich, glaube ich, nicht. Aber der ist eher auf der Unterseite und das ist gut. Das kann ich ausnutzen. Okay, nice. Perfekt. So, ich will jetzt noch den einen Gegner killen da. Treffe ich den überhaupt? Scheiße. Ich glaube, den treffe ich nicht, oder? Das, ich habe ihn. Nice. Ich habe ihn einfach noch gekillt. Ja, moin. Okay, ich muss erst mal, ja. Oh mein Gott. Oh, gut, dass ich noch ein Schild hatte. Ich erledige erstmal den Gegner da oben. Komm ich da noch hoch? Wo muss ich lang? Hier. Nein. Verdammt. Aber ich glaube, da war ein Checkpoint, oder? Nein, da war kein Checkpoint. Ich meine, hier ist ein Checkpoint, aber ich dachte, bei der anderen Plattform wäre ein Checkpoint gewesen. Also, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Mann, ich will ja nicht in mein Game Over gehen. Okay, diesmal habe ich keinen Bock auf den Gegner. So. Bro. Und diesmal warte ich sogar noch. Okay, ich muss den Gegner da oben noch auslöschen. Damit er mich da nicht abfuckt. Wir machen, glaube ich, doch nur diese Mission dann. Weil ich glaube, die dauert echt lange noch. Vor allem diese zwei Deaths waren echt unnötig. Und ich habe ihn auch gekillt, da moin.
So, machen wir das. Und da oben noch was. So, sehr schön. So, das können wir, glaube ich, das nächste Mal durchgehen jetzt. So. Zack, let's go. Perfekt. Nice. Mit Only Insta-Bomben. Perfekt. Sehr schön. Da haben wir, glaube ich, 4 Missionen geschafft. 3, 4 Missionen. Ich glaube, um den Dreh. Und dann würde ich tatsächlich sagen, ja. Okay, da, wir kriegen doch keine neue Linie hier. Anscheinend. Oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist die kurze Mission den Obermoss? Ah ja, okay, ist ein Boss. Obermoss heißt, glaube ich, Boss. Also, im nächsten Part gibt es vielleicht einen Boss. Mal schauen. Ich weiß es nicht. Obermoss, ich glaube, das war immer so ein Boss. Und dann mal schauen, was da abgeht. Und ja, ich würde mal sagen, das war's für den heutigen Part von Splatoon 2 Arctic Expansion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Part wieder ein. Und ich würde sagen, bis dann, ne? Und ciao.